Für ein grünes Morgen wird hier auf der grünen Wiese gebaut. Im Gemeindegebiet Eugendorf entsteht Salzburgs größte Agri-PV-Anlage. Wie Weinreben werden hier im Abstand von 10 Metern Reihen von beidseitigen Solarmodulen errichtet. Auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern. Die Wiese zwischen den Reihen kann weiter landwirtschaftlich genutzt werden. Der Standort hier an der sogenannten Sonnleiten ist ideal. Bei der Standortsuche gibt es immer verschiedenste Faktoren, technische Faktoren. Es braucht einen guten Standort, was das Thema Netzanschluss zum Beispiel betrifft. Wir brauchen den guten Wind auch in der Gemeinde. Und da hat sich Eugendorf einfach wirklich als sehr, sehr positiv präsentiert. Und hier am Standort hat es ja auch so etwas wie einen Forschungscharakter. Wir probieren ja auch neue Technologien, also ein rundum gelungenes Paket. Wir sind unglaublich stolz. Es ist ein großartiges Projekt für unsere Gemeinde, auch richtungsweisend und zukunftsorientiert. Ich glaube auch, jede Kommune und jede Gemeinde muss ein wenig einen Backerl am Erreichen der Energieziele beitragen. Und das sollte unser sichtbarer Beitrag sein, auch unser sichtbarer Beitrag für ein wenig eine grünere Zukunft. Am 12. Oktober wurden mit dem Spatenstich die Bauarbeiten offiziell gestartet. Bauzeit ist sehr kurz in diesem Fall. Wir werden Anfang 2024 in Betrieb gehen und von den Kosten her, wir bewegen uns da bei dieser Anlage bei ca. 2,2 Millionen Euro. Der Boden wird nicht versiegelt. Die Pfähle aus verzinktem Stahl werden direkt in die Wiese getrieben. Die 4.500 PV-Module sollen 650 Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Ein wichtiger Schritt hin zur Energiewende. Diese ganz spezielle Art der PV-Anlage ist ein erster großer Schritt, um das Thema Freifläche auch ein bisschen in Schwung zu bringen. Und Photovoltaik in Summe ist ein wichtiger Beitrag, also Schritt für Schritt. Und da ist das ein wichtiger und großer Schritt. Auch das Land Salzburg steht mit Überzeugung hinter dem Projekt. Ohne Photovoltaikanlagen auf Freiflächen werde man die Klimaziele nicht erreichen. Wir sind im Bundesland Salzburg bei den Aufdachanlagen schon wirklich gut im Rennen. Es wird so viel investiert wie noch nie zuvor. Wir kommen aber mit den kleinen Dachflächen nicht aus. Wir brauchen auch große Flächen, so wie hier, in Summe 125 Hektar. Und hier auf einer alten Deponie das zu machen, ist genau der richtige Standort. Um die Energiewende zu schaffen, brauche es eine weitere Kraftanstrengung, rasche Genehmigungsverfahren und einen Ausbau der Netze. Wir haben hier eine Anbindung ans öffentliche Stromnetz und der Strom wird dann über das öffentliche Netz an die Haushalte transportiert. Und darum beim Ausbau der Erneuerbaren ist es ganz wichtig, auch das Netz auszubauen. Also eine Energiewende ohne den Ausbau der Netze wird es nicht geben. Und zu tun gibt es viel. Die Salzburger AG hat einiges vor. Wir haben eine Reihe von Projekten in der erneuerbaren Energieerzeugung. Wichtig ist da der Technologiemix. Also wir reden von Wasserkraft, wir reden auch von Windkraft und von Photovoltaik. Da gibt es eine Fülle von Projekten und wir freuen uns, wenn jetzt einmal hier nicht nur der Spatenstich erfolgt ist, sondern im Frühjahr diese Anlage auch in Betrieb geht. Wir bauen gerade das Wasserkraftwerk in Stegenwald und wir haben noch einiges in der Pipeline, wo Spatenstiche und Eröffnungen hoffentlich Hand in Hand gehen.